Hallo, hier ist Anna von Hans Paperbox. Heute habe ich eine Karte für euch, die ich für eine Challenge gemacht habe. Und zwar die Inspire Create Challenge. Und das Thema diese Woche war Movement. Und da wusste ich zuerst nicht so recht, ja, Movement, was machst du ja jetzt? Und nach etwas hin und her überlegen habe ich mir gedacht, machst du einfach mal was Bewegtes. Also ist diese Karte entstanden und die Bewegung, Moment, die ist da. Voilà. Das kleine Chamäleon kommt hinter dem Kaktus hervor, wenn man an der Karte zieht. So. Und das Stempelset, das ich verwendet habe, ist das Celebration Set von uns allen. So. Fangen wir an. Als erstes mal Papier. Und das habe ich auch schon vorgeschnitten, weil das sind einige Teile. Also einmal die Grundkarte selbst, die ist 21 mal 21 cm, beziehungsweise 8 ein Viertel mal 8 ein Viertel Inch und gefalzt einmal in der Mitte bei 10,5 cm oder 4 ein Achtel Inch. So, die kann ich schon mal falten. So, das wäre das eine. Dann brauchen wir einmal ein Stück 21 mal 9,5 cm oder 8 ein Viertel mal 3 Viertel Inch. Für den Schieber 20,5 mal 8 cm oder 8 mal 3 ein Achtel Inch. Und dann noch mal drei kleine dünne Streifen und die sind. Also die zwei langen sind 21 mal 0,6 cm oder 8 ein Viertel mal ein Viertel Inch. Und dieses kleine Stück ist 8 mal 0,6 cm oder 3 ein Viertel mal ein Viertel Inch. Wieso 0,6? Weil das ist circa die Breite von dem Klebeband, was ich habe. Und das passt dann hier super drauf. Weil das brauche ich nachher auch. So, als allererstes, wie ihr hier seht, brauche ich ja die zwei Schlitze, um den Ballon und das kleine Chamäleon da entlang ziehen zu lassen. Und dafür habe ich eine Schablone erstellt. Die verlinke ich euch auch in der Beschreibung unten. Und da könnt ihr sie euch runterladen, dann ist es einfacher, als hier jetzt mit Maßen hier das Ganze einzuzeichnen. Also das wäre die Schablone. Ich habe die mir hier auf ganz normalem Kopierpapier ausgedruckt, ausgeschnitten und die werde ich jetzt hier gleich verwenden. Und zwar auf dem größeren Stück, das 21 mal 9,5. Das ist etwas schmaler, aber das ist kein Ding. Ich lege mir das so. Ja, recht mittig hier auf. Man kann es auch an einem entweder oben oder unten anlegen oder richtig mittig. Das ist dann eigentlich egal. Und dann holt man Bleistift. Dann einmal die zwei Fenster praktisch hier einzeichnen. Upsi. Na. Sollte eigentlich ohne Probleme gehen. So, und ich werde das jetzt schneiden, aber ich schneide das jetzt, also ich schneide es mit Lineal und Messer. Man kann es auch mit einem Papierschneider schneiden und ich glaube, weil sonst muss ich gleich mal, weil wenn ich hier drauf schneide, ist das Teil hier kaputt. Deswegen, ich mache es halt mal mit dem Papierschneider. So. Sieht man das? Also ich lege mir dann jetzt hier die. Die Kanten hier in die Mitte rein und fahre dann praktisch mit dem bisschen anheben, dass ich nicht das Papier schneide. Und ich habe ja hier an der Seite Markierungen. Dann sehe ich ganz genau, wo die Klinge ist. Ich hoffe, man sieht, dass es nicht zu verschwommen ist. Die setze ich hier oben an und ziehe es dann bis
zu unseren Markierung. So, einmal. Wunderbar. Jetzt die untere. Erst positionieren. Und dann hoch und wieder hier an dieser Linie und bis zur unteren ziehen, bis zu dieser hier. Kann man das andersrum machen, zwar von unten nach oben. Einmal. Und jetzt noch die langen Seiten. Genau dasselbe. Erstmal hier. So hat man auch den Vorteil, dass man es gerade macht. So, ab hier. Hier muss man jetzt ein bisschen um, man sieht es nicht wirklich, aber hier ist bis hier aus, sage ich mal, ja. Das hat doch wunderbar geklappt zum jetzt noch. Okay. Das erste Fensterchen ist ausgeschnitten. So, jetzt noch das zweite. Anheben und dann schneiden. Man sieht das bei dem Schneider wirklich recht gut, wo hier praktisch die Schnittkante ist. So. Wenn es ein bisschen fester hängt oder wenn man nicht ganz durchgeschnitten hat, kann man sich ja dann nochmal mit der Schere oder mit dem Messer behelfen. So. Okay. Jetzt einmal umdrehen, die Rückseite, und jetzt klebe ich schon mal die Führungsschienen auf. Ich klebe diese Schienen also einmal hier, einmal oben, einmal unten und einmal an die hintere Seite, also an diese Kante, damit es nachher damit es etwas höher ist, aber nicht zu sehr, und ich dann das innere Papier leichter hin und her schieben kann. Deswegen diese drei dünnen Streifen. So, wo ist jetzt mein, da ist es. Das doppelseitige Klebeband. Also einmal hier auf der Rückseite. Oben, einmal unten. Richtig schön an den Rand. Und natürlich dann an die Seite, wo die Fenster sind.
Und jetzt können erstmal die, ich mach's eins nach dem anderen, so. Auch das hier wieder schön oben an den Rand kleben. Und jetzt noch die Seiten. Ja, das kleine hier. Das ist etwas kürzer. Das müsste, aber das ist ja eigentlich egal. Das muss ja nur hinten abschließen, damit das Papier nicht durchfällt. Geht praktisch, ja. Okay. Hier können wir jetzt auch schon mal nochmal Papierkleber aufkleben. Das mache ich jetzt auch wieder hier drauf, damit wir es nachher auf die Karte kleben können. Und ihr seht, durch diese ganzen Schichten habe ich schon eine gute Höhe hier erreicht, damit der Schieber ganz locker da durchgeht. So. Hier nochmal. Mal hier. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also hier ist dann schon etwas an Höhe da. Nicht viel, aber genug. Okay, jetzt einmal das, wir brauchen das dünne und also das Teil, was reinkommt, und das, da könnt ihr auch sehen, auf der Rückseite, das passt super durch. Wenn es ein bisschen zu, wenn ihr etwas breiteres Band habt und es ist zu eng, kann man das nochmal ein Millimeterchen abschneiden. Das mache ich jetzt mal. Nur mal so wirklich einen ganz kleinen Streifen, dass man, dass es nicht zu eng da drin sitzt. So. Also wirklich das hier weg. Das reicht. Das kommt halt immer auf das Band an, das man da hat. Und jetzt passt es hier wunderbar. Also hat man ein bisschen Luft und das geht dann leichter. So, ich lasse das jetzt mal hinten drin, denn ich werde jetzt erst einmal den Hintergrund machen. Dafür brauche ich Tinte, und zwar einmal für die Wolken Babyblau und für den Boden habe ich, wo ist es, hier, Savanne genommen. Zwei Schwämme, einmal hier und einmal da, und der Boden zuerst, ja. So, ich lasse das untere Teil drunter, damit ich da auch Farbe drauf bekomme. Sonst hätte ich hier so einen weißen Schlitz und das wäre ja nicht hübsch. So.
Okay. Das reicht hier unten. Und jetzt noch die Wolken. Und für die Wolken habe ich jetzt mal hier weg, bevor. So, okay. Für die Wolken habe ich eine Schablone benutzt. Und zwar gibt es in den Deko-Schablonen-Set eine mit Wolken. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber seht ihr, wie die Schablone schon aussieht? Das passiert, wenn man diese Strukturpaste nicht sofort abwäscht. Also, wenn ihr Strukturpaste benutzt mit den Schablonen, gleich abwaschen, sonst. Ja. Oh, hier muss ich noch ein bisschen Farbe auftragen. Mache ich gleich, kein Problem. So, hat sich ein bisschen verrutscht. Aber jetzt erst einmal die Wolken. Ich werde hier eine Wolke hier in die Ecke machen. Also kommen hier drumherum noch ein paar Wölkchen. Und damit mir das Ganze nicht verrutscht gleich, klebe ich die Schablone hier etwas fest. Und jetzt kann ich hier meine Wölkchen auf selbes Prinzip mit dem Schwamm und dann einfach mach nicht alle, so, nur die drei erstmal und dann wird das Ganze hier rüber verfrachtet und hier mache ich jetzt noch mal ein paar. So, hier wieder festkleben. Reicht. Okay, so und hier unten werde ich jetzt noch mal das ein bisschen aufpeppen, also noch ein bisschen mehr. Sieht man ja eh nicht. So, das erstmal weg und jetzt kommt erst der Rest. Was sind das für Teile? Für Tierchen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ihr könnt es mir ja schreiben, falls ihr drauf kommt. Ich komme nicht drauf. Ach, die habe ich ja schon auf meinen Blöcken drauf. So. So, trocken, okay. Und die habe ich in Wildleder gestempelt. Einmal hier. Und das war mir zu wenig. Also habe ich mir einmal einen Abdruck auf einem Post-it gemacht, ausgeschnitten. Und jetzt werden hier die auf der linken Seite abgeklebt. So. Ja, dürfte ungefähr gleiche Höhe sein. Und hier auf dem Papier ein bisschen fester. Und ich habe sie vergrößert, die Gruppe. So, und jetzt noch die Glückwünsche. Aus demselben Set zum Geburtstag. Viel Glück und Liebe. Das kommt hier oben in die Wolken rein.
das wäre jetzt erst einmal fertig. So, jetzt brauche ich noch mal ein Stück Papier. Da können wir ja Reste nehmen von dem, was hier weggeschnitten wurde. Und da brauche ich den Kaktus, das Chamäleon und das Hütchen. Ja. Den Kaktus habe ich in Gartengrün gestempelt. So, lasst ein bisschen Platz unten rum zum Ausschneiden. So, das war der Kaktus. Dann das Chamäleon wieder in Wildleder. Und das Hütchen habe ich in Wassermelone, ups, gestempelt. Bevor ich das jetzt zumache, kann ich mir erst noch mal einen Ballon ausstanzen mit der Ballonstanze. Und zwar habe ich den kleinen genommen. Durch. Und der wird jetzt erstmal ausgemalt, ja, eingefärbt. Und zwar einmal mit Wassermelone, auch wieder mit dem Schwämmchen, aber da habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen aufgetupft und in Mango-Gelb. So. Alles erstmal weg. Ne, das nicht. Quatsch. Das brauche ich ja jetzt für den Rest des Glückwunsch. Und zwar habe ich das von uns allen aus dem Set genommen. Und das passt ja so nicht auf den Ballon drauf. Ist ja viel zu klein. Also stempel ich es untereinander. Und dafür brauche ich jetzt erst einmal ein Stück Klebeband. Und wenn ich mein Klebeband finde, da ist es. So, da brauche ich zwei Stücke. So, erstmal nur ein Stück. Und ich klebe alles außer das erste Wort ab. Also das von bleibt frei. Der Rest wird abgeklebt, einfärben, Klebeband weg und dann wird hier oben gestempelt. Stempel gut sauber machen, wir wollen ja keine Überraschungen. So, und jetzt werden die beiden äußeren Worte abgeklebt, also das von und allen. Und übrig bleibt das uns. Hier jetzt wieder Tinte drauf. Klebeband weg. Und drunter stempeln. So, auch wieder erst den Stempel sauber machen. Und ihr habt es erahnt. Jetzt in die andere Richtung.
von uns abkleben. Armbrett frei. Und schon haben wir es untereinander gestempelt. Ganz easy und recht flott. So, Klebe. Streifen weg und das ist der Ballon erstmal. So, als nächstes können wir die hier ausmalen. Und zwar habe ich dafür Mischstifte benutzt. Also ich nehme auch wieder dieselbe Tinte. Jetzt bräuchte ich noch ein... Moment. Ich nehme mir mal und hier ein Stempelblock, bisschen Tinte. Das war jetzt viel zu viel. Und damit wird jetzt hier der Kaktus ausgemalt. Einfach so. Die Farbe ausmalen. Irgendwann ist er wieder leer und neutral. Kann es auch ein bisschen abwischen. Okay. So. Für den Boden habe ich hier wieder Savanne genommen. Hier mache ich mir viel drauf, weil ich die gleich auch für die Tierchen, die mir immer noch nicht einfallen, wie sie heißen, benutzen werde. Quatsch, das Chamäleon doch nicht. Nein, das Chamäleon habe ich nicht in der Farbe gemacht. Okay, dann improvisiere ich jetzt mal und machen mit den, ja, was auch immer sie sein mögen. Weiter. Selbe Technik. Und ich habe hier jedes zweite in der Farbe ausgemalt, weil das wäre mir sonst zu eintönig. Also die eine Hälfte wird in Savanne und die andere Hälfte habe ich in Wildleder ausgemalt. So, jetzt Wildleder. Die sieht gleich, es ist ein anderes. Man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich auch schon ein anderer Ton von der Farbe her. Obwohl die sich doch recht ähnlich sind. Ja. Wo ist mein Kaktus? Hier ist mein Kaktus. So. Den Boden werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen einfärben. Welche Farbe man dafür nimmt, ist eigentlich egal von den beiden. Ich habe hier jetzt mal wieder, weil es gerade da ist, Wildleder genommen. Okay.
So, was jetzt noch fehlt, sind nur noch das Chamäleon. Und für das Chamäleon habe ich einmal Minzmakrone genommen. Und Mangogelb. Die Spots sieht man jetzt nicht so. Einfach ein bisschen mehr drauf. Okay. Könnte auch am Kürbisgelb nehmen. Ginge auch. Ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen orangiger. So, die werden jetzt ausgeschnitten. Und das habe ich auch schon vorbereitet. Ach, was ich noch gemacht habe, halt, Moment, die Wolke, die brauchen wir ja noch. Da habe ich mir auch mit der Schablone eine von den großen Wolken hier genommen. Und einfach mit Babyblau auch wieder. Und dem Schirmchen hier einmal eine eingefärbt. Und die dann auch geschnitten. So. Wie gesagt, das habe ich schon vorbereitet. Einmal hier, einmal Kaktus, Hütchen und das Chamäleon. So, den Ballon haben wir jetzt gerade gemacht. Das kann weg. Bei dem Chamäleon beim Ausschneiden habe ich oben zwischen den Augen so einen kleinen Steg übergelassen. Der ist dafür da, dass ich jetzt gleich das Hütchen dran aufkleben kann, weil das Chamäleon wird ja nicht auf die Karte geklebt, es bewegt sich ja. Und anders kriegt man das Hütchen nicht wirklich auf den Kopf drauf. Daher dieser kleine Steg. Das ist eigentlich egal, ob man den Steg, nee, auf dem Chamäleon, weil hier geht es ja nicht wirklich. Geht schon, aber ja, ist einfach auf dem Chamäleon. So, ich suche jetzt mein Klebeband oder einfach ein Dot Kleber, so ganz kleines bisschen, und dann können wir das Hütchen hier aufkleben. So, und das trocknet jetzt einen Moment. Und in der Zwischenzeit geht es weiter. So, jetzt brauchen wir die Grundkarte. Und auf die wird der Aufleger hier geklebt. Das hatte ich auch noch nicht. So, Karte. Am besten hier an der einen Kante anlegen, damit es schön gerade wird. Und darauf achten, dass rechts und links der Abstand ungefähr gleich ist. Ist er bei mir jetzt nicht. Passt aber. Okay, so, jetzt unser Streifen. Bevor ich jetzt aber weitermache, schneide ich mir hier nochmal an Halbkreis aus, damit ich den Schieber hier einfacher rauskriege. So, mit der 2,5 Zoll Stanze, Kreisstanze. Da
Stück raus und jetzt geht das Teil ganz easy hier rein. Ihr seht, es hängt ein bisschen, das heißt, ich muss das noch ein... Ja, was ist denn, Schatzi? Mensch. Willst du mit quatschen? So, hier mache ich jetzt nochmal ein Stückchen weg. Ja, Shishi. So, einen kleinen Streifen und jetzt dürfte das hier ganz leicht. Na, geh auf. Kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt. So. Jetzt ist es drin. Hier an der Seite kann es sein, dass es etwas absteht. Man kann es lassen, wenn es einen nicht stört. Wenn es einen stört, kann man es ganz leicht abschneiden. Und zwar am besten, wenn das Ding richtig drin ist. Und dann einfach entweder mit einem Messer, mit einer Schere. Schneider. So. Und das ist alles gerade. So, jetzt Chamäleon und Ballon. Und Dimensionals. Und zwar benutze ich die kleinen, die passen da besser rein. Die Größen müsste man klein schneiden. Und da kommt eins hier oben an den Rand hin für den Ballon. So. Und das Chamäleon kommt auch gleich, aber dafür ziehe ich mir das Ganze erstmal nach vorne. Und klebe hier unten jetzt das Chamäleon drauf. Und es ist einfacher, wenn man tatsächlich die Dimensionals auf die Karte klebt und dann die Motive drauf. Dann weiß man, dass es passt. So, zurück. Jetzt noch die Schnufe zum Ballon. Dafür habe ich mir ein Stück von dem Flachsband, das weiße, das ist ja breit. Das, Moment, ich zeige es euch mal. Das Band habe ich genommen, ein Stück schneiden und dann kann man sich die einzelnen Stränge hier ganz leicht auslösen. Und dann hat man hier einen weißen Leinenfaden. So. Lass aber. Einmal an den Ballon fest. Knoten. Und es ist einfacher, den Faden an Ballon und Chamäleon dran zu machen, wenn die schon aufgeklebt sind. Dann sind sie nämlich fest. So. Einmal an das Chamäleon hier unten dran. Einmal und auch hier wieder doppelten Knoten rein. Geht es nicht auf und es ist fest. So.
Und jetzt noch einmal die Wolke. Die Wolke klebe ich so auf, dass wenn die Karte zu ist, dass der Spruch halt versteckt ist, dass man ihn nicht sieht. Und dafür ein kleines Dimensional hier in die Ecke. Und nur dahin, weil sonst hat man später Probleme mit dem Ballon. So. Dasselbe machen wir mit dem Kaktus. Da kommen ein paar Dimensionals unten auf das Gras oder auf den, ja, Gras ist es ja eigentlich nicht, eher Sand. Auch hier wieder unten hin. Hier auf die Rückseite von dem Boden und dann so platzieren, dass das Chamäleon versteckt ist, aber es sich noch ganz leicht hier, also upsi. Moment, das muss ich hier justieren. So. Kann noch den Kaktus ein bisschen nach vorne. Jetzt aber. Voilà. Und jetzt auch ein bisschen Konfetti. Und dafür habe ich die Pailletten genommen. Und zwar die Pailletten Bunter Schimmer. So, und im Präzisionskleber. Soll ich vielleicht abmachen, den Deckel? So. Na komm, Klebermasse. Okay. Und die Karte ist fertig. Voilà. Zwei fröhliche bunte Karten mit etwas Bewegung. Mit einer kleinen Überraschung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.